Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Wir haben beim letzten Mal diesen recht gemütlichen Ort der Gnade gefunden, der direkt hier vor einem Tor ist. Und ich bin ja mal gespannt, was da drin sein wird. Der Drache da? The dragon. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Moment mal, Market lebt noch? Well. Nein, das ist nicht Margit, oder? Oje. I command thee. Ich hab grad gedacht, das ist nochmal Margit. I'm the Lord of all that is golden. Okay. Godric der Verpflanzte. Du wirkst ziemlich groß. Und du hast viel Leben. Oh mein Gott. Mein Gott! Okay, okay. Oh Gott. Ich mag dich jetzt schon nicht. Ich bin gerollt, aber auch egal. Nur nicht treffen lassen. Zack. Oh mein Gott. Oh, komm! Beschissener Grabstein! Okay. Eieieiei, du bist absolut hässlich, das muss ich ja mal ganz klar sagen. Wow. Nee. Nein, nein, nicht hängen bleiben. Zack, zack, zack. Ich bin gerollt.
Oh mein Gott. Oh. Sorry, aber diese Scheiße könntest du bitte lassen! Als ob, du bist doch ein hässlicher Höhlenolm. Los, komm. Ja, jetzt machst du plötzlich was anderes mit der... Oh. What the fuck? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Truest of dragons. Lend me thy strength. Was zum... What the fuck? What the fuck? Du, ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du gerade noch hässlicher geworden. Okay, komm. Und zack. Oh mein Gott. Ich glaub nicht, dass ich den... bei diesem Versuch schaffen werde. Wow, warum bin ich da reingerollt? Das war dumm. Nein! Oh. Also ich meine, Spektakel ist definitiv mit dabei bei dem Kampf. Ach, genau, direkt hinter ihm. Nicht gut. Okay, wo sind sie denn jetzt? Da. Okay, sehr schön. So. Zack, zack. Und... Ah. Ich verstehe nicht ganz, warum er jetzt plötzlich Wirbelstürme macht, anstatt seinen komischen Rollangriff. Aber okay. Roll bitte, wenn ich sage Roll... Roll bitte, wenn ich sage Roll, okay? Oh, als ob! Du hässlicher Höhlenolm! Zack! Zack! Drüber springen! So, jetzt mach doch deine Rollattacke wieder.
sorry, ich hasse dich. Diese Nahkampfattacke ist ein bisschen bescheuert. Vielleicht sollte ich da einfach auf Abstand bleiben. Ich bin gerollt, aber das ist ja immer egal. Weil, wie wir gemerkt haben, das Spiel sich absolut nicht dafür interessiert, wenn ich rolle. So. Und zack. Zack. Ach. Natürlich, natürlich. Reichweite zu kurz. Zack, zack, zack. Da hätte ich auch reinrollen können. Scheiße. Schon wieder nicht gerollt, obwohl ich die Taste gedrückt habe. Was soll denn diese Scheiße als immer? Schon wieder. Okay, was machst du? Eben. Diese Attacke erinnert mich total an Manus aus dem ersten Teil, wo er einfach komplett Berserker. Oh, als ob. Ach komm! Wie lange delayst du eigentlich als immer deine Angriffe? Das ist furchtbar. Lass mich hier raus, lass mich hier raus. Natürlich ist jetzt da was im Weg. Oh, meine Güte. Macht ihr eure Arenen eigentlich immer absichtlich so scheiße, dass da immer irgendetwas im Weg ist und ich nicht wegkomme? Oh, natürlich zählt der Angriff jetzt nicht mehr. Okay, wir haben gesehen, was er jetzt da macht, von daher. Okay. Oh. Ich hasse dich. Roll doch! Du sollst rollen! Berthgeir Odinson, es macht absolut keinen Sinn zu kämpfen, wenn du nicht das machst, was du sollst. Erklärt mich für verrückt, aber habte ich nicht ganz am Anfang des Videos 6000 Runen? Warum sind knappe 2000 davon verschwunden? Los, mach was, dass ich punishen kann. Oder mit dem ich an dir vorbei kann. Ja, das ist okay. So, jetzt lass mich meine Runen sammeln. Ich war in der Rolle drin. Was soll denn diese Scheiße? So, wo sind die jetzt? Da hinten sind sie. Oh, die sieht man in diesen beschissenen gelben Blumen gar nicht. Ja, ich hab weniger Runen. Was zum Fick? Warum werden das weniger Runen? Spiel? Was soll das?
Also das ist die... Ich bin gerollt, aber es interessiert das Spiel ja nicht. Es macht ja nie, was es soll. Zack, zack. Warum verliere ich Runen? Eigentlich sollten die wieder alle wiederkommen, wenn ich sie einsammle. Warum habe ich jetzt weniger Runen? Das macht keinen Sinn. Das ist in keinem Soul-Spiel bisher so gewesen. Und hier ist es eigentlich auch noch nie so gewesen. Natürlich. Nur mal wieder, weil du die Rolle nicht ausführst, obwohl ich es dir sage. Zack. Zack. Und was genau hat dafür gesorgt, dass ich jetzt mit meinem Schwertangriff nicht getroffen habe? So hässlich. So hässlich, Gottfrick. Ich hasse diesen Angriff. Und natürlich einfach mal wieder nicht rollen, wenn ich rollen drücke, ne? Los, komm. Mach irgendwas. Irgendwas, mein Lieber. Ja, das ist gut. Das kann ich sehr schön bestrafen. Zack, 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 so. So, in den letzten zwei kann ich da ganz gut reinrollen. Da einfach hinter ihn gehen. Da einfach von ihm wegbleiben. Er macht manchmal einfach ein paar komische Sachen, da kann ich ganz gut wegbleiben. Zack, 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 zack. Jetzt. Eieiei. So, jetzt muss ich natürlich nur die zweite Phase noch meistern. Eieiei. Ich lasse das jetzt am besten nochmal spielen, einfach um mir selbst ein bisschen Atemraum zu geben. Gott, ist das bescheuert. Truest of Dragons. Lend me thy strength. Hat er so wirklich einfach einen Drachenkopf an seinen Arm fusioniert. Das ist so bescheuert. Aber irgendwie auch geil. Okay. Mist. Warum kommt eigentlich da Schaden durch?
Scheiße. Los, schnell heilen. So, jetzt. Los, mach irgendwas. Das ist okay. Wow! Warum hat er mich jetzt da noch getroffen? Ich verstehe es nicht. Egal, ich heile einfach mal zur Sicherheit. Zwei. Komm. Um ehrlich zu sein, finde ich die zweite Phase fast schon ein bisschen einfacher als die erste. Sag ich und werd dann natürlich direkt gegrillt. Oh, jetzt lass mich mal bitte. Nein! Lass mich da aus der Ecke raus. Ich will nicht in der... Oh. Lass mich weg! Lass mich weg! Oh, du bist ein Arsch! Das ist die billigste Taktik, die es nur in irgendeiner Form gibt. Einfach mich in der Ecke festhalten, sodass ich nichts machen kann. Fick dich! Fick dich! Godric, du geistesgestörtes Stück Dreck. So, und wo sind jetzt meine Runen? Ich meine, das Spiel bescheißt mich ja schon die ganze Zeit um die paar, die ich habe. Dann will ich die wenigstens wieder haben. Wo sind denn jetzt meine Runen, verfickt noch eins? Hallo? Spiel. Du bescheißt mich hier doch gerade. Wo sind meine Runen? Ach, was soll's. Es lohnt sich jetzt auch nicht mehr, in irgendeiner Form die holen zu wollen. Nicht während des Kampfes. Eben. Ich bin gerollt, aber du interessierst dich ja mal wieder nicht dafür, was ich mache, ne? Oh, als ob. War da jetzt die Wand im Weg und dann ist sein Angriff durch die Wand durchgeglitscht und hat mich getroffen? Nö, ganz bestimmt nicht. Bist zu hässlich. Komm. Ja. Lass mich halt auch mal aufstehen, du mieser, billiger, hässlicher Sack. Das Spiel bescheißt doch hier gerade einfach nur. Meine Runen sind weg. Seine Angriffe gehen plötzlich überall durch die Wände durch. Wo sind meine Runen hin? Okay, jetzt habe ich dich fast. So. Und diesmal überspringen wir das.
Daneben! Herr Godric! Gott. Ich hab so das Gefühl, du kommst aber ordentlich Leben dazu. Wenn du in Phase 2 übergehst. Ich bin gerollt, aber das interessiert das Spiel natürlich mal wieder nicht. Oh, jetzt hör doch mal auf! Oh, fick dich! Okay, erstens mal, Spiel, dafür, dass du mir meine Runen weggenommen hast, weil die einfach nirgends waren, kannst du dir zwei Stinkefinger in den Arsch schieben. Meine Güte, das ist die billigste Form von ich betrüge meine Spieler, die es nur irgendwie geht. Was bringt's mir jetzt, meine Runen einzusammeln? Jetzt sind sie nichts mehr wert. Lass mich bitte da weg. Blöder Sack. Das Einzige, was jetzt noch fair wäre, wäre, wenn meine Runen jetzt tatsächlich da wären. Aber das sind sie natürlich nicht, ne? Ja, es bleibt bei null. Fick dich, Spiel. Schieb dir irgendwas in den Arsch. Du verdienst es nämlich. Und dieses Ich lass dich mit... Oh ja. Und das soll jetzt noch von dir nett gewesen sein, dass ich das noch überlebt habe. Du bescheißt so häufig, das ist mir jetzt auch egal, wenn du mal nett zu mir bist. Mach irgendwas. Deinen viel zu vielen Armen, du hässlicher Eumel. Mach irgendwas, das ich tatsächlich auch bestrafen kann. Los, komm. Ich bin gerollt, aber das interessiert das Spiel natürlich mal wieder nicht. Das interessiert's nie. Das bescheißt mich ja schon die ganze Zeit. Daher weiß ich, dass es das Spiel nicht interessiert. Zack, 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 zack. Okay, also in der Phase nimmt er auf jeden Fall weniger Schaden. Und diesmal lasse ich mich nicht von deinem beschissenen Drachenarm so sehr in die Enge treiben. Oh, als ob. Was hat denn da noch getroffen? Gar nichts. Das ist es. Oh, als ob. Ich war hinter dem Maul deines beschissenen Drachens. So, da schön wegbleiben. So. Seine Rolle.
hätte ich eindeutig Schaden nehmen müssen. Das verstehe ich jetzt nicht. Roll an ihn ran. So. So, jetzt macht er deinen Sprung. Oder auch nicht. So. Hoi. Mach irgendwas, das ich strafen kann. Oh, die Reichweite ist abartig. Oh, er hat mich im Sprung mit seiner beschissenen Axt getroffen. Verdammte Scheiße. Sag mal, wo trifft denn das noch? Roll! Ich bin gerollt! Das ist so ein Beschiss, du blöder Sack, ey. So, jetzt. Und tschüss. Of all that is golden. Ja, mir egal. Hey, we'll return together. Fick dich, Godric. Bathed in rays. Och, halt doch jetzt dein Maul. Du bist schon längst tot. Große Runen. Die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmentträger erhaltet, haben die Kräfte verloren. Ihr könnt diese jedoch in heiligen Türmen im Zwischenland wiederherstellen. Lest die Beschriftung einer großen Rune, um herauszufinden, welcher heiligen Turm ihr besuchen müsst. Godrics große Rune. Okay. Echo der Verpflanzten. Wie auch immer. Ich bin immer noch sauer, dass mich das Spiel um meine Runen betrogen hat. Das war doch, die lagen hier und als ich reingegangen bin, war da einfach nichts mehr. Und warum zum Fick sind plötzlich die Runen, die ich aufhebe, weniger wert? Was soll das? Das macht echt keinen Sinn. Das ist doch einfach nur, um mich zu verarschen. Oder ist das irgendwie neu reingepatcht worden. Das kann natürlich auch sein. Oh. Dein Geist sieht ganz cool aus, das muss ich zugeben. Okay, nochmal. Wo haben wir denn diese großen Runen? Hier irgendwo? Nein. Hier könnten die sein, oder? Godrics große Rune. Ohne jeglichen Segen. Das muss dabei sein. Die große Rune des Fragmentträgers Godrics, frei von jeglichen Segen, sucht den heiligen Turm von Limgrave auf, jenseits der großen Brücke von Schloss Sturmschleier. In Limgrave, jenseits der großen Brücke von Schloss Sturmschleier. Okay, rasten wir erstmal. Ich habe mir jetzt eine kurze Pause verdient. Wir machen. Verteidigungskraft. Also Stärke sorgt auch dafür, dass ich ein bisschen mehr Verteidigung bekommen würde. Das ist gut zu wissen.
Würde es für zwei... Was machst du da? Ja, es hätte noch für einen zweiten gereicht. Ich bin doch mal wieder absolut nicht dabei. What a pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Whoa. Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Also, dass hässlich war, dem stimme ich zu. Ha ha ha. Okay. Now, I suppose I'm free. I can do whatever takes my fancy. Can I, mate? Ich denke mal. Now, I can, can I? Hm. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Ich meine, wir stimmen beide dem zu, dass Godric ein Arschloch war. Oder ist, oder wie auch immer. Ich mag ihn nicht. Der Bosskampf ist tatsächlich ganz cool gemacht gewesen, aber ich habe manchmal zwischendurch wirklich das Gefühl gehabt, das Spiel bescheißt mich einfach nur noch. Eieiei. Aber das gehört ja wohl dazu. Ich bin einfach schlechter, als man es sich in diesen Spielen gerne hätte. Und dann muss ich in dem Moment, in dem ich tatsächlich total abfacke, einfach mal ganz kurz ein bisschen fluchen und dann geht's wieder. Okay, gehen wir doch mal da vorne rein. Jenseits der großen Treppe, jenseits der großen Brücke. Was für eine große Brücke? Ich bin bisher... Ach egal, gehen wir erstmal schauen, was hier drin ist. Ist das der Thron von Godric? Hüt mir voraus und so keine Pferd. Moment, ich kann hier nicht angreifen. Ich kann hier nicht angreifen? Ist das Teil der Tafelrundfeste? Das wäre jetzt die einzige Erklärung, die ich mir vorstellen könnte. Hier kann ich jetzt wieder. What? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Okay, hier wird's rausgehen. Sind wir dann immer noch in Limgrave oder ist das jetzt komplett woanders? Okay, also die Gnade weist mich da entlang. Aber erstmal will ich alles, was ich hier unten noch finden kann, mitnehmen. Was bist du denn? Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meine Trauben. Shabiri-Traube.
die? Okay, die scheint kein billiges Zeug zu sein. Mit Hilfe einer Fingerlieferung, ich mache das Namen, das geht ziemlich auf. Ein in den Erdenbaum gehauenes Echo von Godric dem Verpflanzten. Die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden. Alter, ja, ein großes Gefühl von Ruhm gewinnen. Ein schwacher Mann verspricht sich durch den grotesken Akt der Verpflanzung einst Macht. Eines Tages kehren wir gemeinsam zurück zu unserer Heimat, gehüllt in goldene Strahlen. Wo haben wir jetzt diese komische Traube hin? Da! Der vergilbte und vertriebte Augapfel eines Kranken. Die Oberfläche ist bereits verschrumpelt und das Innere leicht matschig wie eine große überreife Traube. Gebt dies einer blinden Jungfer, um sie zum fernen Licht zu führen. Iiii! Gott, ist das ekelhaft! Gott, hört sich das ekelhaft an. Iiii. Jurnia, das Seenland. Dann ist das jetzt nicht mehr Limgrave, oder? Oder es könnte auch sein, dass mit der großen Brücke das hier gemeint ist? Oh mein Gott, ich mache mir natürlich immer wieder Gedanken. Keine Ahnung. Hello? Is someone there? My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next, but when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Many thanks to you. Okay. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Danke. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Ja, okay. Ich bereue es jetzt nicht wirklich, sowas Ekliges weggeworfen zu haben oder weggegeben zu haben, sollte ich vielleicht eher sagen. Kann ich hier schon wieder... Ja, hier kann ich doch garantiert schon wieder mein Pferdchen besteigen. Oder? Ah, endlich! Es fühlt sich so gut an, mal wieder auf dir reiten zu dürfen, mein lieber Sturmwind. Weiß gar nicht, wie sehr ich das vermisst habe. Wieder keine Ahnung, warum du jetzt weggegangen bist. Und was hat mich denn da bitteschön getroffen? Der war hinter mir. Ach, ich verstehe es manchmal einfach nicht. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Mein Pferdchen verschwindet einfach immer wieder und manchmal sind die Hitboxen wirklich ein bisschen seltsam. Die Tatsache, dass Sturmwind manchmal einfach verschwindet, nervt mich immer noch. Ich habe nichts gemacht, was in irgendeiner Form darauf hindeutet, ja, komm, geh mal weg. Och, blöder Sack. Oh. Okay, das nehme ich gerne an.
eine weitere Auffüllung. Purpurtränen. Meine Güte. Wie tief geht denn das hier? Und ist da am Ende irgendetwas Interessantes? Ich hoffe es doch mal. Der hat mich jetzt erschreckt. Okay. Mein Gott, jetzt lass doch hier auch endlich mal was sein. Das ist ja furchtbar, wie tief das hier geht. Dünne Bestienknochen. Oha. Nichts da, du bleibst hier. Kriegsasche, Sturmwall. Ich sollte mir wirklich mal überlegen, was ich mit den Aschen mache. Ich kann die ja, glaube ich, auch duplizieren. Das wäre vielleicht mal keine schlechte Idee. Aber das hier sieht doch wie eine große... Brücke aus. Vielleicht ist ja das die gemeint ist. In Godrics Echo. Frage ist nur, wie kommt man da hoch? Kampf zu Pferde versuchen. Okay. Das reicht nicht ganz. Das reicht nicht ganz. Und wenn ich das so versuche, dann ist das jedes Mal so nah am Abgrund ran. Das gefällt mir nicht. Eieiei. Keine Framerate-Einbrüche bitte. Das ist böse. Das ist sehr, sehr, sehr böse. Wo zum Henker bin ich denn jetzt da hängen geblieben? Nein. Ach, ich traue mich da nicht wirklich hin. Zumindest jetzt nicht. Geht's hier noch irgendwo lang? Keine Objekte voraus. Na, das will ich dir mal glauben. Ich sehe nichts. Oh, ich und mein Talent, überall hängen zu bleiben. Das ist so furchtbar. Es ist so furchtbar, mein Talent überall hängen zu bleiben. Moment. Verdammt, nein, das war eine Nachricht. Scheiße. Oh mein Gott, diese Framerate-Einbrüche hier sind nicht schön mit anzusehen. Pilz. Gut, den nehmen wir mit. Warum sind hier so viele Büsche im Weg? Ach, im Schloss habe ich natürlich noch einiges vergessen. Das bin ich mir absolut sicher. Eine Kristallknospe. Eieiei. Ist die wertvoll? Ja, kann nicht sein, so viele, wie ich ja jetzt schon hier habe. Luirnia. Oh Gott. Ich bin, was Namen angeht, ja sowieso schon nicht gut, wenn ich sie da noch kaum aussprechen kann. Oh, eine Kirche von Iris. Und da ist jemand, mit dem ich reden kann. Was haben wir hier? Eine heilige Träne. Na, das gefällt. You're tarnished, aren't you? Ja.
Perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Glintstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. 10 Runen sind nichts. Bless you. You are a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Magische Schimmersteingeschosse, Schimmerstein. Sich ausbreitet. Na gut, ich habe zu wenig Weisheit, als dass ich das lohnen würde. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study Glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the Shattering, the Academy cast repelling seals on the East Gate leading to the capital, and the South Gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Why not find yourself a Glintstone key? Without one, you can't pass through the Academy, and you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra Glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the Academy. Tut mir irgendwie so ein bisschen leid. Ich überleg's mir mal. Ich überleg's mir. Schauen wir uns doch diesen Friedhof noch mal kurz an. Oh. Was ist... Ein Skelett mit einer großen Sense. Wow. Könntest du dich bitte mit mir in den Nahkampf trauen? Das sind zwei. Na gut. Dann komme ich auch zu zweit. Komm schon. Nicht verfehlen. Wow. Aber Schaden machen die ganz ordentlich. Na gut, dürfte bei so einer großen Waffe auch keine Überraschung sein. Eine Akademie-Schriftrolle. Okay. Kann der vielleicht irgendwas mit dieser Schriftrolle anfangen? Schauen wir doch nochmal ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist. Sieht, um ehrlich zu sein, nicht so aus. Ach, wie schade. Eieiei. Na gut, dann halt nicht. Okay, aber ich will noch ganz kurz mit ihm reden und schauen, ob er mit der Schriftrolle was anfangen könnte. Da
return another? Why, of course. Find yourself without one and you'll know. Ja, gut, den Teil habe ich schon. Ach, schade. Na gut, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Okay. Dann gehen wir mal zum Ort der Gnade zurück. Schauen uns mal noch ganz kurz diese Schriftrolle an. Da willen vielleicht mal noch meine Purpurtränen hoch. Und dann dürfte ich allerdings auch in der Lage sein, Schluss zu machen. So, wo haben wir sie denn jetzt? Schönes Verband. Zwei auf jeden Fall. Gräberteil. Stärkt eine ruhmreiche Asche. Stärkt eine Asche. Ah, was die Aschen angeht, bin ich mir immer noch ziemlich unsicher, wie ich das machen will. Rüstiger Schlüssel. Dektus. Das hier? Hoch. Nein, das war's nicht. Auf rotem Sand gebettete Borsche. An Andenken der Puppen, die für die Verpflanzung geopfert wurde. Eine auf rotem Sand und schwach sichtbare Geisterschimmern etwas mitteilen zu wollen, doch ihre Stimmen sind nicht zu hören. Ah, doch, da haben wir sie. Die Akademie. Eine Schriftrolle der Akademie von Raya Lucaria, dem Studienort der Schimmersteinzauberer. Kann einem Studierenden Zauber übergeben werden, um Zugang zu den folgenden Zaubereien zu erhalten. Großer Schimmersteinsplitter, schneller Schimmersteinsplitter. Ach, komm schon. Die Flaschen. Füllung verteilen. Nee, das passt so. Sehr schön. Moment, was? Ich hätte das jetzt zweimal schon machen können. Echt jetzt? Plus 5, ach du meine Güte. Ich habe zu viele Tränen und zu wenige Saaten. Es würde tatsächlich mal so langsam sehr... Oh, ich habe gerade gedacht, was ist das da hinten für ein Gegner? Aber das ist nur mein Schatten. So langsam wäre es wirklich hilfreich, wenn ich auch mal mehr Heiltränke bekommen könnte. Und ich könnte natürlich so langsam auch mal eine Waffe ein bisschen höher machen, aber momentan bin ich noch zufrieden. Ich bin mit Godrick einigermaßen gut klargekommen. Alles, was 5 Versuche oder weniger ist, werte ich als Erfolg. Gut, aber dann mache ich an dieser Stelle doch mal wieder einen Cut. Das war's für heute mit Elden Ring. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.